Nur zusammen, es ist Freitag, es ist der 26. Juli und wir haben 17.26 Uhr. Bevor ich zum DAX komme, das hier, weil da müsst ihr echt drauf achten. Nächste Woche kommen wieder jede Menge Zahlen. Montag noch nichts, aber dann Dienstag Fresenius, Heidelzement, Covestro. Mittwoch wird noch interessanter. Adidas, das wird spannend. Ja, also, die haben ja schon ein bisschen was gesagt, aber es wird spannend. Fresenius. Dann haben wir hier die Lufthansa, da bin ich auch mal gespannt, aber da erwarte ich nicht allzu viel Gutes. Und dann kommen noch irgendwann hier die, ja genau, BMW ist am Donnerstag, Hugo Boss auch, die haben sich auch nicht so positiv geäußert. Vielleicht wird es noch eine positive Überraschung, wer weiß, Deutsche Post. Wo sind denn die VW? Die sind doch hier auch irgendwo. Ja, auch Donnerstag, VW. Vonovia, also da gibt es jede Menge Zahlen, nach wie vor passt drauf auf. Denn der Markt an sich liefert, also der DAX an sich liefert nach meiner Betrachtung keine griffigen Signale. Das ist der DAX auf Tagessicht. Im Moment handeln wir hier bei 18.423, da sind wir da, und sind ziemlich genau wieder an der 20-Tage-Linie, in der Mitte der Bänder, ohne Aussage. Die einzige Aussage, die ich jetzt treffen kann, ist, okay, wir haben fast punktgenau auf dem unteren Band gestoppt. Das ist in Ordnung. Ja, nur ob der jetzt von hier aus, jetzt mal nur auf den Chart geschaut, die 300 Punkte nach oben macht zum oberen Band oder nochmal runter geht auf die 18.130 zum unteren Band. Also ich vermag es hier nicht zu sehen. Für mich ist nach wie vor eine wichtige Marke dieser Bereich hier 18.779 und das ist die einzige vor dem All-Time-High bei 18.900. Ich runde leicht. Und nach unten ist die über Wochen hinaus wichtige Marke, die 17.950. MACD neutral, Stochastik neutral. Ich habe, so habe ich es auch im Thumbnail beschrieben, kein griffiges Signal. Und wenn es so ist, dann muss man doch sagen, ich kann es nicht herbeizaubern oder vorahnen. Im Moment habe ich gar nichts, habe auch in dieser Woche viel, viel mehr Nasdaq gehandelt als den DAX. Heute sind wir ein paar Sixt über den Weg gelaufen, das war aber auch das Einzige. Und es sind die gleichen Scheine wie letzte Woche und die haben sich vom Hebel her fast gar nicht geändert. Lediglich der K.O.-Preis ist bei den Calls ein bisschen angestiegen, bei den Puts ist er im Moment unverändert. Also ich würde euch gern was sagen, aber wenn ich nichts sagen kann, dann sage ich das auch. Ich habe nichts zu sagen, das Ding ist völlig unentschlossen, total unentschieden, neutral. Ja. Und ich muss da nichts machen, da ist einfach mal Geduld gefragt oder vielleicht mal eine Woche Urlaub. Aber passt auf die Zahlen auf, die kommen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.